Ja, hallo und herzlich willkommen mal zu was ganz anderem. Und zwar wollte ich ja ab August, das weiß noch keiner, aber ich sag's jetzt einfach mal, meinen Kanal ja so ein bisschen umstrukturieren. Umstrukturieren im Sinne von wieder auf das Zuverlässigkeitsniveau von 2015 bringen. So in etwa. Und zusätzlich noch ein bisschen mehr Lifestyle-Aspekt. Jetzt der einzige Lifestyle-Aspekt, der drin ist, ist vielleicht der Vlog vom Gamescom und ja, solche Sachen, so Talk-Themen kann man vielleicht noch so grenzwertig sagen. Ich wollte vielleicht ein bisschen mehr machen, weiß ich noch nicht. Muss ich noch überlegen. Auf jeden Fall wollte ich mal ausprobieren, auch eine Sache, die habe ich vom guten Social Woon LP, weiß ich nicht, verlinke ich vermutlich nicht in der Beschreibung. Kann sein, wahrscheinlich nicht. Und zwar wollte ich mal so versuchen, mir Monatsvorschauen anzueignen, um zu zeigen, was so vielleicht im Monat kommen könnte. Und damit mir selbst quasi den Anspruch geben, Videos verlässlicher eventuell zu bringen. Naja, und das wollte ich einfach mal machen. Ich wollte es einfach mal gucken. Die werden nicht aufwendig produzieren. Wir werden ein bisschen Musik im Hintergrund laufen lassen. Auf meinem Kanal zeigen, was für den Monat an Projekte geplant sind. Ideen vielleicht äußern, die eventuell kommen. So ein bisschen ankündigungswandbar machen. Kann alles sein. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall wird es nicht stark bearbeitet, weil dann ist der Drang eher, dass man es vielleicht nicht macht. Dazu gehen wir auf den grünen Privat-Button und gucken mal, was alles hier im August geplant ist. Und da ist natürlich hier das große Ding, erstmal natürlich der Kanal-Trailer, klar, das Ding wird kommen, das alte ist jetzt, von wann ist mein alter Kanal-Trailer? Das ist gar nicht mal so alt. Wie alt ist der denn? 1.10.2015. Den, der ist gar nicht so alt, aber der ist halt nicht so gut und der geht auch ein bisschen lang und, der neue soll jetzt ein bisschen anders sein, der ist auch noch deutlich besser gestaltet als jetzt der andere, aber gut. Was gibt's alles im August? Also im August werden erstmal wieder ein paar Folgen von Fallout 4 kommen. So 10 Stück habe ich geplant, die kommen sollen. Wenn ich es schaffe, ich kann immer wieder mal den Ordner auch einblenden. Das ist so mein Alpha-Alpha-Projekt-Ordner. Hier sind noch ein paar Fallout-Folgen drin, 23 an der Zahl. Muss ich hochladen. Hochladen ist halt der Flaschenhals. Thumbnails sind alle gemacht, das ist auch immer ein großes Problem, aber Gandalf gemacht. Mach ich aber. Thumbnails mache ich ja gerne. So. Aber so ein paar Fallout 4 Folgen kommen. Dann wird Super Mario kommen. Man sieht jetzt hier nur eine Folge, man sieht 18. August für 18, also es wird den ganzen Monat Super Mario kommen. Ich bin jetzt schon 19. Ich weiß nicht, 7,5 Sterne, ich habe nicht über 80, 90, also ich bin halt fast am Ende, also 5 Folgen fehlen noch, bedeutet also, ich versuche es wirklich zu machen, dass das diesen Monat auch beendet wird und man sieht, dass Mass Effect zu Ende gehen wird, sogar nächsten Monat, das ist ja ein langes Projekt, ihr seht, ne, so viele Folgen, ich bin der Meister der Vorproduktion. Seht doch mal, wie viel ich eigentlich am Vorproduzieren bin. Das ist halt bei mir immer Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ich versuche natürlich immer eigentlich, also was, wenn ich den Satz sage, ich versuche eigentlich immer aktuelle Folgen zu bringen, ist das halt völliger Schwachsinn. Ich würde es halt gerne machen, klar. Das ist mit schlechtem Internet, ist das der große Flaschenhals. Aber gut, ich will ja nicht nur beschweren. Ne, aber wie gesagt, Mass Effect 1 kommt diesen Monat. Während des Monats versuche ich mich dran zu setzen, Mass Effect 3 hochzuladen, sodass das eben ab September, ab Oktober vielleicht eher kommt.
um da mal zu gucken. So, dann wird im Monat die vorproduzierten Folgen von TTT dann zu Ende gehen. Ist halt, ja, ne, das ist das Projekt, was so immer ein bisschen Filler ist. Ja, gut. Da ab Folge 247, man sieht hier, sind auch, ja, beginnen ganz nette neue Folgen. Mit dem guten Nana und Panda und den anderen neuen. Die jetzt auch nicht mehr neu sind, aber, ne? So. Dann kommen noch zwei Folgen von CSGO. Das wären irgendwie die letzten beiden. Ich weiß auch nicht, wie das kam, dass ich die nicht hochgeladen habe. Die kommen noch. Das ist schon für September geplant, was man hier sieht. Die ganze Fragweise. Ich halte das ja jetzt nicht, dass du das super geheim ist. Also sogar, wenn irgendwelche Geheimprojekte sind, dann würde ich jetzt nicht zeigen. Ja, aber es ist immer so bei normalen Projekten. Alles kein Problem. Borderlands kommen noch ein paar Folgen. Borderlands 2 kommt ja immer wieder mal. Und ja, das ist auch schon gewesen. Super Mario 64 also. Mass Effect 1. TTT. Und da war es doch gerade. Ich werde versuchen, so als, also einmal im Monat werde ich versuchen, jetzt immer ein Special-Video rauszubringen, was wirklich so außergewöhnlich ist. Und das soll, ist schon aufgenommen, der What's on my phone tag. Ist vielleicht ein bisschen geheimes Pieper, wo weiß ich jetzt nicht, ob ich das so sagen kann. Wollte ich einfach mal machen. Wollte ich einfach mal bringen. So das Ding. Ich habe eh noch viele Tags, die ich machen will. Kann ich, also ich werde das jetzt nicht zeigen, aber ja, ich habe hier so ein Textdokument mit doch schon einigen Tags, die ich noch machen kann. Ich will eh Trendman werden. Verstehst du? Also, mal gucken. Ne? Also das ist das, ich muss noch ein Thumbnail dafür erstellen. Videobeschreibung. Und dann kommt das auch. Ja gut, und der Kanal-Trailer, aber das ist natürlich nur einmalig. Das ist, ja. Und ja, deswegen wollte ich dir mal zeigen, was es so gibt. Und man sieht sich und ciao, ciao.